Hier auf Malekula haben wir die berühmten Stehtrommeln oder Schlitztrommeln gesehen. Es sind Tamtams. Der Schlitz bedeutet den akustischen Mund des Vorfahrens. Und die Trommel symbolisiert auch die Kanu, die eine wichtige Verbindung mit Außenwelt bedeutet. Auf Malekula wohnen zwei große Stämme, die Small Nambas und die Big Nambas, benannt nach der Größe der Peniskirche. Wir haben die Small Nambas besucht. Wenn man diese freundlichen Menschen sieht, kann man kaum glauben, dass hier auf Malekula weit Kannibalismus verbreitet war. Der letzte Fall von Kannibalismus wurde in den 70er Jahren dokumentiert. Thank you very much for your effort, and it was very nice to meet you, and we wish you all the best for you and your family and the children. Thank you. Cheers. Would you like to chime in? Okay. Merci beaucoup.